Es wird eng in der Werkstatt. Noch mehr können die Holzbirner nicht vorbereiten. Die vier Teile müssen auseinander. Erstens wird es zu schwer und zweitens ist das Huhn zu groß für das vorhandene Tor. Das alte Huhn hat seine Schuldigkeit getan. Alle Maße sind abgenommen. Also ab damit zum Lagerplatz. Der Unterbau wurde so hergestellt, dass jeweils zwei Teile Platz haben, um aus der Werkstatt geschoben zu werden. Jetzt kommen die gebauten Transportrollen zum Einsatz. Doch erstmal müssen sie an die richtige Stelle. Gar nicht so einfach. Das Ding ist richtig schwer geworden. Noch ein paar Absteifungen angebracht, steckt ja ein Haufen Arbeit in den beiden Teilen und raus damit. Hoffentlich hat sich keiner vermessen. Raus ist es jetzt. Noch das Oberteil runter und man hat zwei Teile zum Weiterarbeiten. Irgendwo noch Schrauben drin. Heute früh war es noch ein Teil. Jetzt sind es schon zwei. Nochmal das Spiel und es sind vier, wie geplant. Ach nein, fünf. Der Kopf ist ja schon fertig. Da hat doch schon wieder einer Schrauben eingedreht, wo noch keine hin soll. Ist bestimmt der gewesen, der heute nicht da ist. Kostet sicher eine Runde.
Damit an diesem Teil Restarbeiten erledigt werden können, muss das Unterteil auf den Hänger. Also ab damit auf den LKW zum Umladen. Jetzt noch einige Restarbeiten und dann gehen die beiden Oberteile wieder in die Werkstatt. Es gibt noch einiges zu tun. Hofwiesenpark hat sich auch etwas getan. Die neuen Fallschutzflächen sind in Arbeit. Die Wege rund ums Huhn sind neu gestaltet. Der Termin Hofwiesenparkfest ist wohl nicht zu halten. Da hat wohl der Wettergott etwas dagegen. Und der Unterbeton im Keller ist fertig. Nur das Wasser von oben spielt nicht mit. Für die Natur ist es gut. Hier stört es den Bauablauf. In der Werkstatt wird nun an zwei Teilen des Huhnes gleichzeitig geschraubt. Immer wieder geht die Hand in die Schraubentasche. Unzählige Male derselbe Griff. Dabei werden die Wege immer länger. In der Werkstatt stehen die Mittelteile wieder provisorisch zusammen. Dies wird der Boden des Kopfes. Kein Brett hat dasselbe Maß. Keins kann final verschraubt werden. Im Gegenteil, die müssen alle wieder runter und werden erst bei der Montage vor Ort fest verschraubt. Und wieder geht es ans Messen. Genau an dieser Stelle werden die Zwerge in den Gockel aufsteigen. Genauigkeit ist gefragt. Ansonsten wird es zur Sackgasse. Wie heißt es doch? Passt, wackelt und hat Luft. Ob die Jungs selber noch durchsehen? Ich jedenfalls nicht.